Heute in CT Uplink. Wie schlimm ist das Netzwerkdurchsetzungsgesetz wirklich? Wir haben Bluetooth-Tastaturen getestet und wir sprechen über die neuesten Trends auf dem Displaymarkt. Bis gleich. CT Uplink. Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok. Wir haben immer noch die CT mit dem Meltdown- und Spectre-Titel. Darüber haben wir letzte Woche gesprochen. Es gab aber natürlich noch eine ganze Menge anderer interessanter Themen in dem Heft. Und deswegen sind wir heute nochmal in den Uplink-Keller gekommen. Mit mir dabei sind heute Holger Bleich aus dem Internetressort. Ulrike Kuhlmann von der Hardware. Und Julius Beinecke aus dem Mega-Ressort. Ja, sehr schön, dass ihr dabei seid. Neue Kombination. Ich glaube, so saßen wir noch nie zusammen. Sehr schön. Ich hoffe, das wird uns sehr in unseren Gesprächen beflügeln. Ich habe mir überlegt, wir fangen an mit dem Thema Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Denn hat einen Aktualitätsbesuch, Bezug zum 01.01. ist das erst so richtig in Kraft getreten. Und so ein bisschen stellt sich die Frage, ging das nach hinten los? Kann man wohl sagen, dass es nach hinten losging. Also wie es im Moment aussieht. Also es gibt ja keine Zahlen, nichts Genaues weiß man nicht, aber es ist das, was eben an der Oberfläche oben offensichtlich ist. Also ganz kurz, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, die Kurzform NetzDG, ist zwar schon im September in Kraft getreten, aber es gab Übergangsregelungen und am 01.01.2018 ist es wirklich vollumfänglich wirksam geworden. Und dann ging es los. Dann kamen die ersten Löschorgien. Das heißt, dieses Gesetz ist dazu da, Plattformen, soziale Plattformen, eben insbesondere Facebook, YouTube und Twitter dazu zu bringen, rechtswidrige Beiträge von der Plattform zu fegen, dass sie nicht lange stehen bleiben. Also in der Regel maximal 24 Stunden sollen die stehen bleiben, bevor die Plattformen dann aktiv werden. Aber aktiv nur auf Beschwerden von Nutzern hin. Und da fängt das Problem an. Also wenn sich, du kannst dir vorstellen, sowas kann man natürlich auch missbrauchen. Und das passiert im Moment ziemlich viel. Also es gibt ganze Trollbewegungen, die unterwegs sind und versuchen, andere anzuschwärzen und versuchen, deren Beiträge so vom Netz zu kriegen, weil nämlich jetzt schon klar ist, dass die Plattformen noch nicht so richtig damit umgehen können. Ob sich das noch einpegelt und einreguliert, ist eine interessante Frage, die ist aber noch völlig unklar. Was im Moment passiert ist, wir sehen, dass satirische Beiträge reihenweise gelöscht werden, dass künstlerische Beiträge reihenweise gelöscht werden. Ein Stichwort zum Beispiel die bekannte Street-Art-Künstlerin Barbara, deren Fotos, wenn da irgendwie ein BH über ein Straßenschild gehängt wird, plötzlich aus dem Netz verschwinden, wenn sie gemeldet werden. All das ist überhaupt nicht vom Netzwerkdurchsetzungsgesetz umfasst. Aber natürlich droht den Plattformen ein Bußgeld, wenn sie nicht aktiv werden. Das heißt, es passiert im Moment genau das, wovor die Kritiker immer gewarnt haben. Im Zweifel blockieren Plattformen momentan viel zu viel, anstatt entweder regulär oder gar zu wenig. Eigentlich ist es ja eine gute Idee. Also eigentlich finde ich zumindest, merkt man ja schon, dass gerade auf Facebook fällt es mir natürlich auf, so der Diskurs da oft sehr, also sehr schnell in so eine Richtung kippt, wo man halt sagen muss, so geht das nicht. Und wo dann auch hetzerische Sachen gepostet werden. Und an sich ist das doch eigentlich eine gute Idee, aber trotzdem scheint das nicht so richtig zu funktionieren. Also um das ganz klar zu machen, es geht hier nur um strafrechtlich relevante Inhalte, die von den Plattformen verschwinden sollen. Und insofern ist das Gesetz eigentlich auch nichts Neues. Also wir haben bisher schon immer die Regelung gehabt, das ist der berühmte Paragraph 10 im Telemediengesetz, der wiederum auf Europarecht beruht, der sagt, das ist eigentlich eine genau umgedrehte Regelung, die war auch heiß umstritten, die sagt, es gibt eine Befreiung der Plattform von der Verantwortung für Inhalte. Das ist das sogenannte Hoster-Privileg. Das heißt, solange du keine Kenntnis von irgendwelchen widerrechtlichen Inhalten auf deiner Plattform hast, können die auch stehen bleiben. Also bist du nicht in der Verantwortung dafür. Aber sobald du davon Kenntnis hast, sollst du sie entfernen. Und das ist das, was die deutsche Politik, Facebook, immer wieder gesagt hat, ihr müsst dem nachkommen. Wenn ihr dem nicht nachkommt, dann drängeln wir und irgendwann gibt es ein Gesetz. Und genau das ist das Gesetz, was dann im letzten Jahr gekommen ist. Aber es geht ausdrücklich nicht um das, was du gerade gesagt hast, um Hass oder auch Hetze nur unter Umständen. Es wird immer gesagt, Hate Speech Gesetz. Hass ist nicht strafbar. Meinungsäußerungen sind nicht strafbar. Es geht darum, es geht um Volksverhetzung, es geht um Beleidigungen, es geht um Verunglimpfung von ganzen Bevölkerungsgruppen. Das ist zum Beispiel ein Schwerpunktthema, ist natürlich
bei den Plattformen die Migrationspolitik und alles, was um Flüchtlingsbewegungen rum an Äußerungen stattfindet. Und das war bisher auch schon strafbar. Die Netzwerke sollen nur systemisch dazu gezwungen werden, ein Beschwerdemanagement, ein funktionierendes Beschwerdemanagement vorzuhalten, damit sie schnell reagieren können und solche Sachen auch wirklich von den Plattformen verschwinden. Gehen wir nochmal zurück zu dem BH-Beispiel. Warum ist das dann überhaupt gelöscht worden? Das ist ja nicht strafbar. So, pass auf. Jetzt stell dir mal vor, du bist so ein Netzwerk, du kriegst so ein Gesetz aufgebrummt und sollst auf einmal innerhalb von 24 Stunden oder teilweise in 7 Stunden reagieren. Das kannst du natürlich bei der Menge von Dingen, die auf Facebook passieren und Kommunikation, die auf Facebook stattfindet, das können nicht 10 Leute machen, das können auch nicht 20 Leute machen. Facebook hat 500 Leute in Berlin, die nur dafür zuständig sind. Die sind von der Firma Avato. Jetzt bauen sie gerade ein zweites Center auf in Essen. Nochmal 500 Leute, also dann sind es insgesamt 1000 Prüfer. Jeder Prüfer hat keine 10 Sekunden Zeit pro Beitrag, pro Inhalt, um zu gucken, was ist das rechtswidrig oder nicht. Aber der müsste das trotzdem sehen, da ist nur ein BH abgebildet, das brauche ich nicht sperren. Ja, aber der sagt dann halt, es gibt ja, bei Facebook fährt ja zweigleisig, es gibt ja nicht nur das deutsche Strafrecht, sondern bei Facebook gibt es auch die Gemeinschaftsstandards, also deren AGB quasi. Ja. Und die sind natürlich in Richtung alles, was Nacktheit, Abbildung von Unterwäsche angeht, total knallhart. Ne? Also, und da sitzt ein Prüfer und hat keine 10 Sekunden Zeit, muss sich entscheiden und sagt dann aber, auch wenn er im Hinterkopf hat, Moment, neuerdings drohen ja Bußgelder bis zu 50 Millionen, wenn ich hier Fehler mache, dann Den Job möchte ich auch nicht haben. Ja, dann drücke ich doch lieber auf die Löschentaste, ich nicht hinterher noch der Depp bin, der es falsch entscheidet. Und deswegen kriege ich Ärger mit Facebook. Und das führt eben zu dem sogenannten Overblocking. Das führt dazu, die Juristen, es gibt viele Juristen, die sagen, wieso das Gesetz, die Plattform soll doch nur jetzt durchsetzen, was sowieso schon Gesetz ist eigentlich. Soll nur zur Durchsetzung gezwungen werden. Das ist juristisch wahrscheinlich richtig, aber ich finde immer, dass die ein bisschen die menschliche Komponente dabei vergessen. Ja. Ne? Also da sitzen Menschen und diese Menschen werden im Zweifel Overblocking machen. Und da ist der nächste große Systemfehler in diesem Gesetz, meiner Ansicht nach. Es gibt Leute, die sehen das anders. Es wird nur Overblock. Es wird Overblocking nicht sanktioniert, sondern nur Underblocking. Mhm. Wenn zu wenig gelöscht wird, dann ist das ein Problem und dann drohen Bußgelder. Wenn aber zu viel gelöscht wird, droht keinerlei Sanktion. Also in welche Richtung pendelt das zwangsläufig natürlich in Richtung zu viel löschen, ist ja klar. Und gibt es auch eine Beschwerdestelle gegen Blocking? Nein, gibt es nicht. Ach so. Nein, überhaupt nicht. Es geht nur darum, ob diese strafbaren Inhalte erfasst werden. Ja. Also soll ich nochmal das Verfahren ein bisschen erklären oder führt das jetzt zu weit? Welches Verfahren meinst du denn jetzt? Wie das genau abläuft? Die Aufsicht. Das ist nämlich ganz spannend eigentlich. Ja, wenn du es kurz schaffst und nicht eine halbe Stunde brauchst, gerne. NetzDG für Dummies. Also es gibt für die Überwachung dieser ganzen Geschichte ist das Bundesamt für Justiz in Bonn verantwortlich. Die haben 40 neue Leute eingestellt, Juristen, die Beschwerden, die da eingehen, überprüfen. Die haben ein total kompliziertes Online. Aber jetzt mal stopp. Ja. Warum gehen die bei denen ein? Ich dachte, die gehen bei Facebook ein. Die Beschwerden. Nee, die Beschwerden darüber, dass Facebook nicht gelöscht hat. Ah, wenn du bei Facebook was meldest und Facebook reagiert nicht, du bist aber der Meinung, das ist ein strafbarer Inhalt, dann kannst du dich an die wenden und die sammeln diese Beschwerden. Und da machen natürlich jetzt einen Haufen Leute... Es sind gar nicht viele. Also angeblich in den ersten 3 Wochen waren es nur ungefähr 100 Beschwerden, die eingegangen sind. Geht. Über alle Plattformen hinweg. Wie viel davon Facebook betrifft, wie viel Twitter, wie viel YouTube, weiß man nicht genau. Aber zumindest die sind dann dafür zuständig, das Bußgeld zu verhängen und prüfen dann. Und da wird es dann so sein, dass wenn die eine gewisse Menge an Beschwerden gesammelt haben, dann geben die zum Amtsgericht Bonn, die freuen sich da besonders drüber. Die sollen nämlich dann bei jedem Einzelfall ganz genau prüfen, sollen gucken, ob Facebook oder richtig oder falsch gelegen hat. Und wenn Facebook Ermessenssache zu oft falsch gelegen hat bei der Prüfung, dann droht das Bußgeld. Das ist dann ein systemisches Versagen. Es wird oft falsch dargestellt, es geht nicht um den Einzelfall. Mhm. Es geht nicht um eine es geht nur darum, wenn sich herausstellt, die liegen ganz oft falsch, die prüfen schlecht, dann kriegen sie ein Problem. Und das Problem ist aber, dann kriegen sie nicht nur ein kleines Problem, sondern dann wird es auch richtig teuer. Ja. Man könnte da nicht auch so eine Trollbewegung einsetzen, dass sich ganz viele da beschweren und dann. Natürlich. Mhm. Das war auch erwartet worden. Deswegen hat das Bundesamt für Justiz war ziemlich überrascht, dass so wenig kommt. Weil das wissen die Leute vielleicht, es kommt erst. Ja, kann sein. Aber die haben mit einem Ansturm gerechnet, der kam
kam aber ran. Es liegt aber auch daran, dass sie eine hohe Hürde vorgeschaltet haben, weil guck dir mal dieses Online-Beschwerdeformular an. Also da sitzt du echt eine Stunde mindestens und brauchst ganz, ganz schön viel juristischen Sachverstand, um das richtig auszufüllen. Okay. Anders allerdings als bei Facebook oder so. Dort, um überhaupt was zu melden, das ist jetzt recht einfach gemacht. Ne? Das ist recht einfach gemacht, aber was Facebook macht, ist ein Teil der Prüfung quasi an den Beschwerden. Den genau, Beschwerden, da wird dann gefragt dann immer, genau, du sollst ist das nach sagen, dem und dem... Es gibt ja diese Katalogstraftaten, die in dem Gesetz drinstehen. Ne? Also was alles umfasst, die werden abgefragt. Ja. Du sollst genau sagen, das ist Volksverhetzung aus dem und dem Grund. Mhm. Und Volksverhetzung ist wirklich ein Straftatbestand. Da brauchen wirklich professionelle Strafrechter teilweise stundenlang bei einem Posting, um entscheiden zu können, ob das Volksverhetzung ist oder nicht. Ich glaube, das sind zwei Sachen, die du jetzt in den Gesprächen erwähnt hast, die, glaube ich, so für Probleme sorgen und auch für ein bisschen so Verwirrung. Das eine ist, was du gesagt hast, dass die da sich was vermischt, nämlich dass Facebook ja schon vorher gewisse Standards hatte, was gemacht werden darf und was nicht. Und man, also für mein Dafürhalten, ich jetzt überhaupt nicht mitbekomme, warum wird jetzt eigentlich was geblockt? Also es wird jetzt leichter gemacht, irgendwas zu sagen, also auch hier, das finde ich doof. Mhm. Und dann aber aufgrund was ganz anderem, nämlich aus der Gemeinschaftsstandards. Das war ja vorher, konnte man das auch schon machen, aber ich habe das Gefühl, es ist jetzt nochmal so ein bisschen mehr gefühlt aufgefordert worden, sagt oder leichter gemacht worden, hier klick doch mal und sag mal, was schlecht ist. Und dann vermischen sich die Sachen auf einmal. Dann geht es auf einmal nicht nur um die Sachen, die jetzt NetzDG betreffen, sondern andere. Und dann kriege ich als Nutzer auch nicht mehr mit, was der Grund war. Ich habe auch das Gefühl, in den Medien, da ging immer wieder jetzt auch... Ging alles durch. Ich habe jetzt selber auch so ein Beispiel gewählt vorhin mit Hetze und so, wo du gesagt hast, naja, Hass und so ist gar nicht da betroffen, aber man vermischt das halt alles. Jörg Heidrich, unser Verlagsjustiziar, sagt in solchen Diskussionen dann immer, zu denen er öfter eingeladen wird, ich darf hassen, wen ich will. Und das ist nicht strafrechtlich relevant. Versteht das endlich. Das ist und das andere Problem, was ich glaube, was halt ganz stark ist, ist dieses, man hat sich von der Politik her oder von der Ausarbeitung dieses Gesetzes nur darüber Gedanken gemacht, wie gehen wir vor, um zu löschen, aber nicht, was tun wir dafür, damit dieses Overblocking nicht passiert. Ja. Und da wundert mich halt so ein bisschen, das fand ich auch ganz schön an dem Artikel, den du geschrieben hast, da gab es ja einen Kommentar auch von Hendrik, genau, von der FAZ, dass das eigentlich alles schon vorhergesagt wurde, nämlich von Computerexperten, auch in den Parteien ja. Mhm. Und trotzdem haben die sie nicht durchgesetzt. Also warum, ich meine, das eigentlich wusste man das alles vorher. Warum ist das nicht irgendwie mit eingeflossen? Ist das so ein typischer Politikblindheit für Technik oder woran liegt denn sowas? Ich kann mir das nicht richtig erklären. Also die Leute, die dieses Gesetz gemacht haben im Bundesjustizministerium, das war ja federführend, haben teilweise einfach irgendwie wahnsinnig wenig Ahnung von dem, was sie da tun, ganz offensichtlich. Also das Gesetz ist ja aufgrund der Anhörungen schon massiv abgeschwächt worden, wenn man sich überlegt. Also am Anfang ging es um Bußgelder für jeden Einzelfall. Am Anfang ging es auch darum, im ersten Entwurf stand noch Upload-Filter drin. Das heißt, Algorithmen sollten schon bevor das Post überhaupt veröffentlicht werden, entscheiden, ob es strafbar ist oder nicht, was natürlich überhaupt nicht funktioniert. Du sagst um Gottes Willen, es gibt gerade den Entwurf einer Urheberrechtsrichtlinie von der Europäischen Kommission, da ist genau das drin. Mhm. Die Netzwerke sollen dazu verpflichtet werden, Upload-Filter vorzuschalten und jeder Inhalt, bevor er veröffentlicht wird, soll gescannt werden. Und dann ist natürlich klar, dass das irgendwann dann nicht mehr nur noch für urheberrechtlich relevante Inhalte stattfindet, sondern du kannst Texte nach angeblich Volksverhetzung durchscannen oder sowas. Mhm. Und was los, was dann da alles drin hängen bleibt. Ich möchte übrigens noch einmal kurz eine Lanze auch für das Gesetz brechen, weil es war ja so, dass unheimlich viele Leute sich beschwert haben, wir auch unter anderem, dass Facebook völlig willkürlich sperrt, Sachen, die nicht strafrechtlich relevant sind, weil sie quasi ihr eigenes Gesetz angelegt haben, nämlich die Gemeinschaftsstandard und nicht das Strafrecht, das deutsche Strafrecht, wonach sie eigentlich handeln müssten. Und das Beschwerdemanagement war, gelinde gesagt, sehr lau und sehr unzureichend. Und das ist auch ein Grund, warum das so passiert ist. Das hat die deutsche Politik wahnsinnig auf die Palme gebracht. Und irgendwann haben sie gesagt, gut, ihr macht es nicht freiwillig, dann machen wir es jetzt, dann müssen wir juristisch durchgreifen. Und es gibt auch zwei, drei gute Sachen an dem Gesetz, meiner Ansicht nach, und das finde ich sehr gut. Das ist zum Beispiel, dass die Gesetze gezwungen werden, die Plattformen gezwungen werden, alle halbe Jahr einen Transparenzbericht zu machen, wie sie was gelöscht haben, wann, wie viel, wie das Beschwerdemanagement aussieht, dass sie einen deutschen Ansprechpartner benennen müssen für die Beschwerdeführer und vor allem, dass sie einen Ansprechpartner nennen müssen, der innerhalb von 48 Stunden reagiert auf Strafverfolgungsanfragen.
Strafverfolgungsabfragen. Ne? Die Polizei hat irgendein Anliegen und braucht die Hilfe von Facebook und da das muss besser funktionieren. Ja, aber da widerspricht sich das Gesetz allerdings ein bisschen selbst. Das ist auch ein großer Kritikpunkt. So viele strafrechtlich relevante Inhalte werden dann eben vorher schon gelöscht, sodass eine Strafverfolgung eigentlich eher behindert, als gefördert wird. Ich finde das ganz erschreckend, wenn man jetzt über solche Filter nachdenkt. Wir hatten doch kürzlich einen Artikel drin, wo es darum geht, eine strafrelevante Einordnung von, also eine Einordnung von Straftätern. Mit Algorithmen. Das, genau, mit Algorithmen. Das war ja auch so furchtbar. Also, Predictive Policing. Yeah. Minority Report. Also, und wenn ich das jetzt höre, geht ja in die gleiche Richtung. Also irgendwann übernehmen die Algorithmen wirklich alles und dann bist du dem komplett ausgeliefert. Das ist furchtbar. Also es gibt ja, die Argumentation ist ja bei der Urheberrechtslinie von der Kommission ist auch, es funktioniert ja schon. Ein Filter wird schon eingesetzt, jetzt bei YouTube zum Beispiel, bei Facebook auch. Das ist PhotoDNA, das ist dieser von Microsoft entwickelte Filter zum Auffinden von Kinderpornos. Ja. Ne? Und das passiert jetzt schon. Mhm. Und der funktioniert angeblich laut Evaluierung sehr gut. Also der wird schon eingesetzt? Der wird schon eingesetzt, aktiv, ja. Also Microsoft zum Beispiel scannt ja OneDrive-Laufwerke, also diese Cloud-Speicher von Microsoft, die werden aktiv gescannt mit PhotoDNA und wenn da was gefunden wird, geht automatisch eine Meldung an Strafverfolgungsbehörden raus. Ja. Da gab es ja diesen Fall von einem Fotografen, der, glaube ich, Aktfotografie oder sowas gemacht hat. Klar, die Fehler werden immer passieren. Ja. Aber bei dem Vorwurf Kinderpornografie ist das natürlich nochmal was ganz anderes. Da kannst du Leute wirklich ins Verderben reißen, ne? Mit so einem ungerechtigten, fertigen Vorwurf. Diesen Paragraph 10, da kennen wir uns ja auch sehr gut aus, weil wir haben ja auch ein Forum, wo es manchmal auch ganz schön zur Sache geht. Ach, ja? Das NetzDG betrifft Heise aber zum Beispiel jetzt nicht, weil es nur Es geht um soziale Platten, soziale Netzwerkplattformen mit mehr als 2 Millionen registrierten Nutzern. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viele wir gerade haben. Heise kommt noch, das Forum kommt noch. Weil meine Anschlussfrage daran wäre, wenn das sich jetzt, also jetzt mal angenommen, das wird jetzt vielleicht noch angepasst, dass die Wellen glätten sich und das läuft alles so weiter. Glaubst du, dass das langfristig vielleicht auch zu so einem generellen Foren, zu so einem neuen Forengesetz, Netiquette-Gesetz werden könnte, dass es eben irgendwann sagte, warum nur bei Facebook? Wir wollen eigentlich auch, dass jedes Unternehmen, das mehr als 20 Mitarbeiter hat, muss es leisten können, irgendwie sowas auch bei sich zu machen? Also die Linie, die generelle Linie der europäischen Politik, und auf die kommt es im Endeffekt an, nicht so sehr auf die deutsche. Es kommt dieser Paragraph 10, über den wir gerade geredet haben, im Telemediengesetz, der ist gemacht worden im Anschluss an die E-Commerce-Richtlinie der EU. Wir müssen uns ja immer an die EU-Richtlinien anpassen. Und die EU ist völlig klar auf der Linie im Moment, wir setzen auf regulierte Selbstregulierung. Das ist ja immer dieser seltsame Begriff. Aber wir sagen den Netzwerken, werdet selber aktiv, kriegt euer Beschwerdemanagement in den Griff, dann müssen wir kein Gesetz machen. Mhm. Und die wollen kein Gesetz machen, das ist ganz klar. Deswegen liegen übrigens auch die EU-Kommission und die Bundesregierung massiv im Clinch, weil die EU-Kommission das NetzDG ziemlich scharf kritisiert hat letzte Woche. Könnte auch das Ergebnis sein, dass vielleicht in einem Jahr oder so das verwässert oder wieder zurückgenommen wird und man sagt, okay, jetzt haben die es im Griff, vielleicht brauchen wir das Gesetz auch nicht mehr und dann sind wir auch wieder mehr auf EU-Richtlinien? Also ich glaube, der Widerstand kommt erstens aus der EU, weil Facebook eben sehr stark in der Berufsausübung quasi behindert wird. Und das sieht die EU gar nicht gerne im Sinne von Marktfreiheit, dass denen so starke Fesseln auferlegt werden. Und dann glaube ich nicht, dass der deutsche Gesetzgeber von sich aus das zurücknehmen wird. Also es werden ja Anpassungen gefordert, aber eben von den parlamentarischen Minderheiten. Die kriegen da keine im Moment, wenn die GroKo kommt, wird sich da nichts tun. Aber das Gesetz wird garantiert angegriffen werden, da bin ich mir ganz sicher, weil es gibt begründete Zweifel daran, dass es verfassungskonform ist. Okay. Weil eben durch dieses Overblocking und auch durch Chilling-Effekte, die bei dir im Kopf entstehen, weil du denkst, wenn ich die Meinung jetzt sehr scharf äußere, dann wird sie sowieso wieder gelöscht, dann halte ich mich mal ein bisschen zurück. Das Gesetz ist sehr, sehr gefährlich, was die Ausübung der Meinungsfreiheit in Deutschland angeht. Und Meinungsfreiheit ist ein Grundrecht. Was müsste denn passieren? Gibt es so 2, 3 Punkte, die man verbessern müsste im Gesetz, dass du dann sagen würdest, okay, dann, weil du hast ja gemeint, es gibt ja gute Punkte dabei und wir brauchen ja auch irgendwie eine Regulierung bei solchen Sachen wahrscheinlich. Gibt es da so 2, 3 Punkte, die, wenn man die anfassen würde, also erstmal, kann man das überhaupt noch nachträglich jetzt noch korrigieren? Ich denke mal, ja.
Aber was müsste, schon, was müsste, was es müsste ja, man da? Jedes Gesetz wird ja auch evaluiert, es wird ja geprüft, ob es. Was müsste denn passieren? Also ich verstehe jetzt mehr auf das Overblocking achten, dass auch die andere Seite sanktioniert wird? Genau, das ist eins, wo Verfassungsrechtler sehr große Probleme sehen. Also das könnte ein Grund sein, warum das Gesetz vom Verfassungsgericht wieder kassiert wird. Man müsste, also die Regulierung müsste auch in die andere Richtung gehen. Also wenn viel zu viel gelöscht wird, müssen die Plattformen auch Probleme kriegen. Und das, was sie ja im Moment nicht tun. Dann finde ich diese 24-Stunden-Löschfrist total Quatsch, weil das setzt die Plattformen so unter Druck. Also und ich finde, es müsste irgendein Weg gefunden werden, dass mehr darauf geachtet wird, dass Strafverfolgung noch stattfinden kann. Weil das Problem, im Moment wird das Problem verlagert, aus den Augen, aus dem Sinn. Die Plattformen sollen löschen und die Strafverfolgung findet nicht mehr statt. Also die Plattformen sollten zumindest, finde ich, es sollte gewährleistet sein, dass diese Beiträge dann automatisch noch Strafverfolgungsbehörden zugeleitet werden, wenn sie positiv geprüft sind, dass auch eine Strafverfolgung stattfinden kann. Aber im Moment sieht es ja, wird das nicht passieren. Mhm. Die sind einfach weg. Und der Täter ist eigentlich noch sicherer, als das vor dem Gesetz war. Gut. Was ich mir noch wünschen würde, ist auch diese Transparenz, dass ich halt, dass man versteht, warum ist jetzt dieser Post geblockt worden. Und zwar nicht erst im Halbjahresbericht, sondern sondern dass ich sehe, wenn einer von meinen geblockt wurde, dass da dann auch steht, ja, das hat gegen die Gemeinschaftskriterien, gegen unsere AGB verstoßen oder es hat eben an der Stelle. Ja, aber auch gegen welchen Punkten der Gemeinschaftsstandards, das steht ja auch nicht da. Ja. Also das gut. Übrigens noch was ich auch unterbinden würde. Das muss ich noch kurz sagen. Nee, weil mich das hat mich echt geärgert. Also es ist im Moment so, dass einige Plattformen zumindest dem potenziellen Täter auch einen Bericht geben und sagen, hier der und der, manchmal, also der und der hat eine Beschwerde gegen dich eingelegt. Das kann nicht sein. Doch, das passiert tatsächlich. Also ihr kennt den mit Fall Facebook-Namen oder? Ihr kennt den Fall Richard, mit Facebook-Namen zum Beispiel. Ihr kennt den Fall Richard Gutjahr. Mhm. Bei Richard Gutjahr war das so, dass YouTube auch denjenigen, wo Richard Gutjahr gesagt hat, hier findet Strafrecht statt, hier werde ich beleidigt oder sonst irgendwas in YouTube-Videos, ne? Dass YouTube denen sogar seine Adresse gegeben hat, seine komplette Adresse. Und das kann es ja irgendwie nicht sein. Das geht ja, aber ich meine, das ist doch nicht mehr in Ordnung. Ja. Also deswegen, das ist ja auch rechtlich deswegen nicht mehr in Ordnung. Er meldet jetzt nicht mehr, sondern wendet sich direkt an Strafverfolgungsbehörden. Das ist wesentlich effektiver. Ja. Und er hat tatsächlich auch mittlerweile jetzt Polizisten gefunden, die ihm zur Seite stehen und die auch was tun und versuchen zu ermitteln. Okay, das sind jetzt aber Blüten irgendwie, ne? Oder? Das sind Blüten, aber auch man könnte versuchen, das wirklich zu unterbinden, also vom Gesetzgeber her, finde ich. Ja, bin ich mal gespannt. Ich denke, da wird noch mal, das werden wir noch das eine oder andere hören, weil ich glaube, da ist einfach noch Kostenbedarf. Also spätestens, wenn das virulent wird mit der EU-Richtlinie, mit der Urheberrechtsrichtlinie. Damit habe ich die größten Bauchschmerzen nach wie vor, was da noch auf uns zukommt. Ja. Was mich noch interessieren würde, ist, ob ihr irgendwie Erfahrungen, also wir sind jetzt zu viert, ich glaube, keiner von uns hat jetzt schon mal einen Beitrag geblockt bekommen, also oder das so wirklich hautnah so miterlebt. Gut, man eher so vom Hörensagen oder eben die Berichte, die auch zu dir getragen werden. Aber ob ihr da irgendwie jetzt schon mit Erfahrung habt, ob ihr das oder vielleicht auch, ob ihr es gut findet, ob man, wir haben ja drüber gesprochen, was könnte man noch verbessern. Habt ihr da nochmal Ideen, dann schreibt uns auf jeden Fall an ablick@ct.de oder postet es einfach unter das Video. Das fände ich noch interessant. Und den CC dann gleich ans Bundesamt für Justiz. Kommt ja, vielleicht. Kommen wir zur Hardware. Ein bisschen was Positiveres. Ne? Yes. Nach dem ganzen Zensur quasi oder. Bitte nicht den Begriff Zensur in dem Zusammenhang. Nach den ganzen Schwierigkeiten mit dem NetzDG. Julius, du hast Bluetooth-Tastaturen getestet. Und wenn ich mir die jetzt so angucke, die liegen jetzt alle vor dir. Fast alle. Oder eine liegt da. Ulrike hat ich habe das gerade probiert. Ja, ich war ganz neugierig. Wir haben direkt verteilt. Ja. Die ist sehr cool. Also das Erste, was mir auffällt, ist, die sind ja komplett unterschiedlich. Ich sehe da so ein Riesenbrett. Ja, es ist irgendwie fast so groß wie ein Notebook. Ja. Und dann gibt es aufrollbare offensichtlich oder so. Die kannst du dir so mal eben in die Tasche stecken und ganz so. Ganz genau. Gehen. In welche Tasche? Ach so, gut, in den Rucksack. Oder in den Rucksack. So, ja, nicht, also in nicht in die Hosentasche. Aber in den Rucksack mal eben schnell. Ist das so einer der großen Kriterien, wo du drauf guckst, so wie handlich sind die? Weil wahrscheinlich geht es ja schon darum, kann ich die gut mitnehmen? So, das genau, ist ja das also Thema. Ich habe in erster Linie darauf, oder ich habe eine Linie irgendwo gezogen, man soll sie noch einigermaßen gut mitnehmen können. Mhm. Also so. Es ging nicht darum, die Bluetooth-Tastatur, die ich so von meinem Rechner so zwingend habe und einfach aus Komfortgründen dann einfach Bluetooth statt Kabel mache, sondern wirklich auch, den nehme ich mit für meinen.
Richtig. Es gibt natürlich auch jede Menge Desktop-Tastaturen, die über Bluetooth sich verbinden. Aber ich habe mal geguckt, was man denn noch so... Also das hier ist da sicherlich die Obergrenze, dieses Logitech-Teil. Das ist ein ziemlicher Klopper. Wenn man es aber mitnehmen will und einen ordentlich großen Rucksack oder was auch immer hat, kann man das machen. Darf ich mal gucken, wie schwer die ist? Ja, natürlich. Die ist ordentlich schwer. Was ist denn da? Die ist doch nicht mehr mobil. Also wofür ist die eigentlich? Die kann es, also wunderbar einsetzbar auf dem Desktop natürlich. Ja. Dieser Slot da oben ist natürlich dafür da, um da Mobilgeräte reinzustellen. Deswegen ist das Ding auch so schwer, weil wenn du da ein Tablet, ein großformatiges Tablet Hochkant reinstellst, muss das Ding ein gewisses Gewicht haben, damit es das nicht umreißt. Das ist kein Tablet, Ulrike. Nein. Aber es ist okay. Ein großes Reicht das auch für 10-Zoll-Tablets? Das reicht auch für 10-Zoll-Tablets quer. Und wenn du ein kleineres Tablet hast oder das Tablet hochkant stellst, passt auch noch ein Smartphone direkt daneben. Und was ich auch noch, wo ich auch noch drauf geguckt habe, ist, die meisten hiervon kann man mit mehr als einem Gerät koppeln. Das heißt, zumindest, wo gleichzeitig. Wir jetzt gleichzeitig, genau. Und wo wir hier gerade das Logitech-Ding haben, das hat hier so einen witzigen kleinen Drehschalter hier oben. Man kann es mit bis zu 3 Geräten verbinden, also koppeln, und kann dann einfach hier über diesen Drehschalter zwischen diesen Geräten hin und her schalten, ohne dass man... Eingebaute KVM. Ganz genau. Und gerade wenn man das Ding auf dem Desktop stehen hat, mit dem Desktop-Rechner verbunden hat und noch ein Tablet und ein Smartphone da drin hat, kannst du einfach mehr oder weniger fließend zwischen den Geräten wechseln. Kann man da an dieses eine Maus anschließen? Nein, das hat keinen weiteren Anschluss. Das wäre jetzt dann richtig KVM. Aber wie ihr richtig gesagt habt, das Ding ist ganz schön schwer. Und wenn man es mitnehmen will, unbedingt kann man das. Aber wenn man wirklich mobil sein möchte und zum Beispiel unterwegs im Zug irgendwie mal eine Mail tippen möchte, haben wir natürlich auch noch andere Wahlmöglichkeiten, die da sicherlich besser für geeignet sind. Hier irgendwie so CD-Hüllen-Format, das man dann aufklappen kann und immer dabei hat. Ist natürlich, wo haben wir die Kamera? Da haben wir die Kamera. Schon ziemlich handlich und passt eigentlich in jede Tasche. Oder hier das LG-Brett, was ich gerade schon in der Hand hatte. Das Brett ist ja mehr ein Stock, das man zusammenrollen kann. Es sind ganz witzige Ideen dabei. Für die Mobilität auf jeden Fall super. Man hat natürlich immer Einbußen beim Komfort und dergleichen. Oder manche sind auch einfach zu leicht und zu klein, um da zum Beispiel ein Tablet reinzustellen. Oder damit sie stabil auf dem Tisch stehen. Gibst du mal die? Ja, die kann ich dir auch mal rüberreichen. Die ist auch ein witziges Beispiel. Das musst du jetzt erstmal aufbringen. Das war ein Rätsel. Chinesische Rätselbox. Aber ich sehe schon, das ist quasi ein eingebauter Tabletständer. Genau, die haben auch einen eingebauten Tabletständer, größtenteils. Und dann kannst du das Ding aufklappen. Oh, ich meine, aber das ist nicht zum Zehnfingerschreiben, ne? Nee, das ist auch das Ding. Das ist zwar, wenn es zusammenpasst, wunderbar kompakt und passt in jede Tasche, aber zumindest für meine Hände ist es zu klein. Mhm. Die Tasten sind zu klein und das Raster da drauf. Wenn man jetzt hier so macht, dann geht es. Ja, wenn du ein Adlertipper bist, dann funktioniert es vielleicht gerade noch, aber 10-Fingerschreiben ist damit nicht drin. Aber das ist ja genau das Ding, wo ich halt sage, okay, vielleicht muss es doch manchmal so eine große sein, wegen der so Ergonomie, während der Tastendruck und so. Aber gibt's denn, also jetzt bei der LG, da habe ich sofort gedacht, du rollst da zeilenweise auf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das beim Tippen irgendwie gut funktioniert, dass das nicht dauernd irgendwie zusammenklappt oder sonst irgendwas. Oder kannst du es gerne mal darüber nehmen? Also hast du da irgendwie Vor- oder Nachteile bei diesen, also gibt es da irgendwo welche, wo du sagst, da klar, ist das besser gelöst oder schlechter? Ja, denke ich schon. Also erstmal kann man natürlich pauschal sagen, oder mehr oder weniger pauschal sagen, je größer, desto komfortabler. Mhm. Die Tasten sind größer, die Tastenabstände sind größer, die verbaute Technik, den Druckpunkt und so weiter, die Systeme dahinter sind natürlich bei den größeren wesentlich angenehmer als bei irgendwelchen kleinen Dingern. Mhm. Da muss man halt immer abwägen, was möchte man. Möchte man wirklich andauernd unterwegs irgendwie was dabei haben, was dann nicht viel wiegen darf? Oder möchte man den Schreibkomfort haben? Mein Favorit ist tatsächlich das Ding, was Achim sich da jetzt gerade greift. Keysonic eine. Genau. Das ist sehr schlecht. Ähnlich dem Microsoft-Ding. Durch diesen witzigen Knick da drin, aber ziemlich ergonomisch. Mhm. Das hat so ein bisschen was von so diesen aufgeteilten Tastaturen. Ich bin noch verbunden, Moment. Achim tippt jetzt gerade auf Ulrikes. Tippt gerade auf meinem Handy. Genau, das hat so ein bisschen was von diesen aufgeteilten Tastaturen.
Und durch diese leichte diagonale Haltung, zumindest für mich war es da sehr angenehm drauf zu schreiben. Und für den Preis ist es auch noch ein ziemlich guter Deal. Relativ handlich, was kostet die? So 20 bis 30 Euro. Ah, okay, ja, das ist ja eine große Frage, die ich mir, also was ich auch übrigens gut finde, weil es mir gleich bei der Qi aufgefallen, die ist so ein bisschen rutschig und die haben so, genau, die Microsoft und die Keysonic, die haben so eine raue Oberfläche, dann sitzen die auch ein bisschen. Genau, das ist eben auch das Ding, ne? Wo benutzt man die Teile? Wenn ich mir hier, die hier ist auch von Keysonic, ist also quasi ein Schwestergerät von dem da drüben, aber wenn ich die auf dem Tisch stehen habe. Ja, mit dem Handy drin ist schon ein bisschen. Ja, klar, der Tablet-Halter ist zum Beispiel auch gummiert, das heißt, wenn du da ein Gerät drin stehen hast, dann hältst du das ein bisschen sicherer. Das ist so wie so ein Kinder-PC. So. Aber trotzdem, also das ist halt das Ding. Ne? Man muss immer ein bisschen gucken, was möchte man, worauf legt man mehr oder weniger Wert. Ansonsten finde ich am schönsten. Am schönsten die von Microsoft? Hübsch ist die auf jeden Fall. Ich hatte da das Problem mit dieser, haben wir nochmal die Detailkamera von oben vielleicht. Jetzt um die Microsoft nochmal. Die sieht auch so ein bisschen aus wie von diesen Surface. Da gibt es ja auch immer so diese Anstecktastaturen von Surface. Hatte ich das Problem, dass die Tasten zwar angenehm groß sind, aber durch diese Aufteilung in der Mitte, die eben nicht so auseinandergezogen ist wie bei der da drüben, wie bei der Keysonic, muss ich erstmal ziemlich eng zusammenrücken mit den Händen, anstatt so sitzen zu können. Und die Tasten sind hier teilweise ein bisschen seltsam aufgeteilt in der Tastengröße. Ich bin da andauernd hängen geblieben. Es fühlte sich, man konnte teilweise ganz angenehm schreiben und dann fühlte sich so, als wenn man eine Treppenstufe hochgeht, die 2 Millimeter höher ist als der Rest. Und dann, warum ist hier das T größer? Ja, stimmt. Um die Aufteilung beibehalten zu können. Das ist ja echt doof, das ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist eben auch das Ding, ne? Ja. Und da hatte ich zumindest. Wie gesagt, das ist natürlich auch völlig Gewöhnungssache. Hast du eine ergonomische Tastatur, so eine gebogene bei dir am Schreibtisch? Nee, ich habe das habe ich nicht. Ich habe aber die Desktop-Tastaturen, dafür passt es wieder bei mir. Aber wenn die Dinge an sich so klein sind, dann ist das gebogene gar nicht schlecht. Ne? Ja, gerade auch bei dem Ding hier, da muss ich so. Ja, aber das ist ja echt so süß. So den T-Rex machen, dass ich da überhaupt irgendwie drauf schreiben kann, dass es dann für mich zumindest unangenehm ist. Deswegen die Keysonic da drüben fand ich da ziemlich cool. Und das ist ja auch dann so ein bisschen die Frage, also wahrscheinlich benutzt man die am ehesten mit einem Smartphone oder einem Tablet. Ne? Ich wüsste jetzt nicht, warum fürs Notebook brauche ich das jetzt nicht. Eben. Und dann ist halt die Frage, wie oft schreibe ich da dann wirklich auch mal einen längeren Text? Ne? Ich bin irgendwie im Zug und muss irgendwie den Artikel noch fertig machen oder so. Oder, da hast du besser einen Notebook. Ehrlich gesagt, zu meinen Pendlerzeiten, ich bin ja mal länger nach München immer gependelt am Wochenende. Damals hatte ich noch ein Palm und genau so ein ähnliches Ding wie das da, wie dieses kleine Klapperding. Und damit habe ich tatsächlich Artikel geschrieben, das auf dem Palm, das ging. Ja. Aber damals war man noch nicht so verwöhnt, würde ich sagen. Das ist halt auch das Ding, ne? Ich meine, die ganzen Touchgeräte haben natürlich Bildschirmtastaturen. Ich stehe nicht drauf, auf Bildschirmtastaturen zu schreiben. Ich kenne total viele Leute, die permanent auf ihrem Smartphone ewig lange Texte schreiben. Wenn ich die Wahl habe, auf einer richtigen Tastatur zu schreiben, dann mache ich das lieber als auf einem Display. Okay. Und selbst irgendwie hier so eine nicht super hochwertige, oder hochwertig schon, aber nicht super ergonomische Tastatur mit richtigen Knöpfen finde ich immer noch angenehmer als auf meinem Smartphone oder auf dem Tablet-Bildschirm irgendwie. Das finde ich alles, für mich ist es unangenehm. Ja, ein bisschen zur Technik, wo ist denn da der Akku? Über den wollte ich auch gerade anfangen noch zu reden. Der Akku ist natürlich irgendwo eingebaut, wahrscheinlich flach, hier irgendwo. Schön flach verbaut, gerade bei diesen Softcase-Tastaturen bei der Microsoft und bei der Keysonic sind die natürlich wunderbar flach und breit in diesem weichen, aufgerauten Case inbegriffen. Aufladen über USB ganz normal und halten teilweise ewig, wirklich. Was ist ewig? Ewig ist bis zu ein Jahr teilweise. Ah, ja, also kommt natürlich darauf an, wie lange man, wie viel man darauf tippt. Ja, ja. Ein Jahr Laufzeit? Ja, tatsächlich. Also, ich wollte gerade fragen, ob das. Wenn du jeden Tag 5 Stunden am Stück tippst, wahrscheinlich nicht. Ja. Sind Herstellerangaben. Ich konnte natürlich jetzt keinen Laufzeittest machen, weil ein Jahr habe ich keine Zeit, um darauf rumzutippen.
Aber für den Standardeinsatz, den die da sich gedacht hatten. Die ist zumindest keine leer gegangen. Nee. Okay, aber das ist ja dann spannend, weil das war jetzt noch meine Frage, ob dann manchmal vielleicht auch zu einem größeren Modell greift, wegen der Laufzeit. Aber hier ist tatsächlich bei der LG und bei der Logitech sind einfach Batterien drin. Das ist was, ich muss ja sagen, Batterien am Ende ist es zwar ein bisschen nervig, aber der Vorteil ist ja echt, wenn man auf Reisen ist. Kannst eine blöde Batterie kriegst du immer. Und gut ist, wenn du auf der Expedition bist. Da aber du hast ja auch eine Powerbank mittlerweile dabei. Ja, das stimmt. Ich das erst stimmt. seit gestern. Das Thema beim Wandern zum Beispiel, gut, da brauche ich jetzt keine Bluetooth-Tastatur. Aber die Powerbank. Genau, aber da finde ich es halt immer praktisch, weil im Notfall gehst du zur nächsten Tankstelle, egal in welchem Land. Du kriegst immer eine blöde Batterie. Gut, ich glaube, bei den Dingern, selbst wenn es eine Woche hält, ne, dann tue ich halt am Wochenende, wenn ich zu Hause bin, lade ich die wieder auf. Weil meine Erinnerung an meine erste Bluetooth-Tastatur ist tatsächlich, dass ich schon regelmäßig aufladen musste. Also alle so die Woche oder so. Da ist ja auch kein Riesenverbraucher drin in so einer Tastatur, oder? Nee, das stimmt. Ja, letztlich. Und Bluetooth hat sich auch weiterentwickelt. Ne, und ich meine, sagen wir mal so, wenn du das für Smartphone oder Tablet nutzt, das musst du wahrscheinlich häufiger aufladen als die Tastatur. Also da hast du dann sowieso ein Netzteil dabei. Genau. Hast du, du hast gesagt, eine kann das nicht mit den mehreren Geräten, da muss ich immer switchen. Genau, die Keysonic kann sich nur mit einem gleichzeitig koppeln. Und hier das Apple Magic Keyboard, das haben wir natürlich auch noch dabei, das gibt es ja auch mit Bluetooth und gibt es ja auch in diversen Ausführungen, gibt es ja auch als Case-Version für iPads und so, dass du das direkt mit in so einer Hülle eingebaut hast. Die hier ist eigentlich tatsächlich auch für einen Desktop gedacht. Kann man aber auch an alles andere dranhängen und natürlich, das steht bei Apple nirgends, man kann sie auch an Android-Geräte und Windows und was weiß ich dranhängen, das will Apple natürlich nicht eigentlich, aber es funktioniert, wenn man mit dem Apple-Layout, Tastenlayout dann auskommt, weil die Tasten sind da etwas anders beschriftet und verteilt, aber die geht auch nur mit einem Gerät gleichzeitig oder parallel. Die Microsoft kann zwei parallel, Logitech und die kleine Keysonic können beide drei. Also da kann man wirklich fleißig hin und her wechseln. Und die kann eins. Die kann leider nur eins, das stimmt. Das ist ein bisschen, das ist auch das, was mich ein bisschen geärgert hat. Ich habe jetzt gerade oben bei mir im Büro im Test die große Schwester von der Logitech. Das ist eine vollwertige Desktop-Tastatur. Die kann auch drei gleichzeitig und das ist schon praktisch. Hat auch so einen Tablet-Halter, da stelle ich mein Smartphone rein, tippe auf den Bildschirm, dann pingt mein Handy und ich drücke einfach nur einen Knopf und kann direkt da dann wieder weiterschreiben und wechsle wieder zurück. Das ist schon angenehm. Aber wie gesagt, gerade wenn man unterwegs ist, hat man vielleicht nicht gerade Tablet und ein Smartphone dabei, auf dem man dann abwechselnd schreiben muss oder möchte. Dann reicht vielleicht auch, wenn man eine verbinden kann. Das ist dann halt wahrscheinlich Geschmacks- oder Anwendungsfrage. Gut. Ja, spannend. Ich glaube, jetzt ein bisschen was, also eigentlich haben wir jetzt schon echt viel, eine gute Einschätzung bekommen. Ich habe jetzt schon so meine Favoriten und ich würde sagen, wenn ihr es nochmal genau wissen wollt, guckt einfach in der CT, da ist in der aktuellen ist der Test auch mit drin, wahrscheinlich mit Tabelle und allem Pipapo. Da kriegt man ihn nochmal schön im Vergleich. Spannend. Wir hatten das letzte Mal Tastaturen, glaube ich, vor einem Jahr oder so. Klar, ist jetzt nicht so die Hauptkategorie, aber ich finde es immer mal wieder gut, auch so Peripheriegeräte mal reinzunehmen, weil manchmal vergisst man halt, dass sich da auch was tut und dass es sich lohnt zu gucken. Und ich glaube, ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob ich mir... Ich auch. Gerade bei den mobilen Dingern, ne? Also bei Desktop-Tastaturen, die hast du mal getrennt, mal nicht getrennt, aber die sind vom Prinzip her immer gleich, dass es hier verschiedene Mechanismen gibt, da kann man natürlich auch gucken, was passt am besten in die eigene Tasche und worauf hat man Lust und hat man genug Platz für vielleicht was Starres, was dann aber angenehmer zu schreiben ist. Da gibt es einfach ein bisschen mehr Variation als jetzt bei klassischen Desktop-Tastaturen. Gut, ja, dann danke für den Einblick. Ulrike, ja. Du warst auf der CES, da hatten wir schon mit Kino vor ein paar Ausgaben mal so eine kurze Schalte gemacht. Wir haben jetzt aber trotzdem gedacht, es ist nochmal ganz spannend, dich nochmal als unsere Display-Expertin auch hoch zu holen, weil gerade auf der CES eigentlich immer, finde ich,
sehr viel gezeigt wird, was so in den nächsten Jahren an Technik auch bei uns ankommt, wo man so sagt, oh, das sind richtig coole Sachen. Ja. Vielleicht bleiben die so für immer und ewig auf den CES-Bühnenständen. Das passiert tatsächlich, ja. Aber vielleicht kommt das auch demnächst in mein Wohnzimmer. Also die Idee bei der CES ist ja eigentlich so, dass da was gezeigt wird, was so im Laufe des Jahres kommt oder spätestens Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres. Bei den Displays ist es tatsächlich nicht immer so. Da werden manchmal Sachen gezeigt, die gibt es genau ein Jahr und die sind dann wieder weg. Aber dieses Jahr fand ich es echt spannend. Da haben die Hersteller doch einiges gezeigt. Ich habe gerade gedacht, hier dieses, scheinbar steht gerade LG auf aufrollbar oder klappbar. Da, wo der Pfeil ist, das ist eine aufrollbare Tastatur und das fand ich ja sehr schön, diese aufrollbare, der aufrollbare OLED-Schirm. Das fand ich richtig cool. Auch von LG dann? Der war eben auch von LG, genau. Da musste ich jetzt gerade hier dran denken. Dieses ist der gleiche Designer. Ist vielleicht der gleiche Designer. Nee, das Prinzip ist tatsächlich ein bisschen anders. Die hatten so einen Kasten, also kann man sich vorstellen. Wie groß ist der? Der war 65, glaube ich. 65 Zoll. Also richtig, wie man sich so einen Fernseher vorstellt. Ne? Und es war halt so ein Kasten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt so Leinwandkästen, die kann man auch hinstellen, man könnte aber ja das auch hinhängen. Und dann drückst du auf die Fernbedienung und dann fährt der Fernseher raus. Dann hast du dein Bild. Ach, wie so eine Rollo oder was? Ja, das so. Und das war tatsächlich so. Und einmal ziehen, mir das, um es wieder hochzulassen. Man macht es elektrisch, ich glaube, die wollen nicht, dass man da mechanisch dran zieht, aber letztendlich ist es natürlich eine Mechanik. Das waren, von hinten konnte ich mir das angucken, da waren so feine, wie so kleine Holzstäbe, die so dann ineinander rollen. Ne? Mhm. Also eigentlich das gleiche Prinzip, so wie so alte Rollläden. Kennst du die so? Und davor war halt das OLED. Also das OLED selber ist ja nur eine dünne Folie. Mhm. Da ist ja nicht weiter was mit. Und das war halt vor diese, ich sage jetzt mal Holzkonstruktion. Das war natürlich kein Holz, aber vor diese Konstruktion. Waren das dann Paneelen? Das waren wie so kleine Panel hinten, aber vorne, das OLED war natürlich eins. Mhm. Du hast da jetzt auch nichts drin gesehen, keine Biegung oder sowas. Das war also Wellen im Bild. Nein. Das hat Probleme mit der Leinwand meistens. Genau. Okay. Das ist ja jetzt ein Entwicklungsmuster gewesen. Da werden sie sich auch viel Mühe mitgegeben haben und so. Aber ich meine, die haben das schon auch ein paar zig Mal am Tag auf und rein und rausgefahren, einfach zu Demo-Zwecken. Das sah ganz ordentlich aus. Also ich habe denen gesagt, ich würde es wohl nehmen, wenn sie es jetzt nach der Messe nicht mehr brauchen. Und so. Wollten sie aber nicht. Ich fand es verblüffend einfach gemacht. Mhm. Also OLED, organisches Display, ist ja wie Plastik. Mhm. Ne? Es leuchtet halt. Und da sich so eine Konstruktion zu überlegen, die eigentlich im Wesentlichen aus Mechanik besteht, wo man wie so eine Plastikfolie davor spannt und die Plastikfolie leuchtet. Und der Rest ist halt eigentlich nur Mechanik. Mhm. Das fand ich toll. Mhm. Und dann hatten sie sich überlegt, man kann den Schirm ein Stückchen rausfahren, dann kann man halt so Wetterbericht oder die neuesten Nachrichten, so Kurzformen. Und dann kann man ihn ganz rausfahren, dann hat man halt einen 16:9 Schirm. Und wenn du jetzt Kinofilme guckst, da hast du ja immer oben und unten so einen schwarzen Streifen. Mhm. Und den braucht man ja gar nicht. Also fahr es nur ins 21:9 Format hoch und lass die Streifen einfach in dem drin, Rollladenkasten und hab dann ein super Bild. Fand ich klasse. Haben Sie es auch so gezeigt, oder? Ja, es gibt drei Stufen. Ne? Du drückst, also eine Stufe ist halt dieser Schlitz, zwei Stufen ist 21:9 und die dritte Stufe ist ganz raus. Cool. Also die haben sich wirklich auch Gedanken gemacht. Die haben nicht einfach nur so ein OLED zum Aufrollen, sondern haben überlegt, jetzt was kann man damit machen. Jetzt hast du so neugierig gemacht. Wann gibt's erste das? Erste Frage, wann gibt's das? Zweite Frage, was kostet das? Genau, also... Entschuldigung, wenn ich deinen Job... gerne. Das habe ich natürlich auch als erstes gefragt. Über die Preise wollten sie jetzt nichts sagen. Die planen das tatsächlich, also die haben mir gesagt, naja, im nächsten Jahr oder so. Das glaube ich nicht. Ne? Aber ich kann mir schon vorstellen, weil ich das Prinzip auch so verblüffend einfach fand und dass man Displays rollen kann, das habe ich schon öfter gesehen, in der Größe noch nicht, kann ich mir schon vorstellen, dass so in 2-3 Jahren sowas wirklich auf den Markt kommt. LG hat doch im letzten Jahr diesen Fernseher, den man so an die Wand hängen kann, wie so ein Plakat. Nee, The Frame nicht, sondern... Wie hieß das? Ich weiß es nicht mehr, egal. Und das ist so ein Labberding. Ne? Mhm. Das nimmst du so in die Hand und es labbert dann halt rum. Aber schon ein bisschen, weil es ein bisschen verstärkt ist, ist es schon ein bisschen dicker. Ich habe das
durfte das testen und dann habe ich irgendwie, die haben mich damit allein gelassen und habe ich das so von der Wand genommen. Aber einmal hatte ich diesen Lappen da in der Hand und habe gedacht, ach du meine Güte, das mache ich jetzt. Und dann muss ich das da wieder ranbringen, das wird mechanisch gehalten. Aber da hat man schon gesehen, die können auch große Displays irgendwie beweglich machen und das kann man ja schon kaufen. Mhm. Ach so, echt? Also das ganz schon. Und dies ist halt der nächste Schritt, ne? Das nicht nur so labberig zu machen, sondern eben aufzurollen. Und warum nicht in 2 Jahren, 3 Jahren, weiß ich nicht. Ich muss auch sagen, zuerst habe ich das auch so belächelt, naja, das, weil es halt geht, aber ich fand, als ich das jetzt so gehört habe, das ist ja durchaus, also natürlich wird das eher so ein, hab was Cooles zu zeigen, Fernseher sein, ne? Aber so dieses Beispiel mit dem so eine Wetteranzeige, ja, dass du halt in deinem Wohnzimmer nicht immer diesen riesen Fernseher stehen hast, sondern nur so eine kleine, so eine Wetterstation, ja, oder sozusagen. Gar nix. Oder gar nichts. Oder so eine News-Rollleiste oder wie auch immer. Das ist doch witzig. Und dann, ne? Und dann kann ich das halt ausfahren oder auch vielleicht dann irgendwann mal, ne, die das ist jetzt natürlich eine andere Richtung, das würde jetzt damit nicht gehen, aber auch dieses, wie heißt das? Also in rund, in curved. In curved. So, ja. Sowas wie curved ist ja dann auch wieder, so, vielleicht kriegt man das ja sogar hin, sowas mal irgendwann, dass man auch so ein bisschen, dass man curved versus nicht curved irgendwie hinbekommt. So. Also vielleicht ist es doch schon so das nächste, denke, nach 3D und curved, dass man halt sagt, sowas ist cool. Und da hat ja LG jetzt wahrscheinlich so einen kleinen Vorteil mit, weil die so auf OLED setzen, oder? Also im Großen, ne? Also die haben sich das ja aufgeteilt. Samsung macht die kleinen OLEDs und LG macht die großen. Und klar, da sind sie natürlich vorne dabei. Also das geht halt immer mehr in diese Tapete, ne? Dass ich mein nicht so ein schwarzes Loch da stehen habe. Das finde ich schon störend. Also du hast im Wohnzimmer, wenn du einen Fernseher stehen hast, steht immer dieses schwarze Loch. Jetzt kann man da ein Kaminfeuer drauf machen oder Aquarium im Sommer oder so. Ja, das ist Mobilität, Geschmackssache. Oder das Ding dann besser mitnehmen zu können? Ist das nicht Naja, der Kasten ist schon auch... Ja, aber du bist immer noch mobiler als... Ich glaube, Julius, du bist immer noch bei deinen Tastaturen. Ich bin immer noch bei meinen Tastaturen. Ich möchte an so einem Ding dann mit meinen schreiben können. Dann sitzt du im Zug und dann... Genau, dann aber es stimmt schon natürlich, wenn ich jetzt an 65 Zoll denke, sondern an 27 oder so, vielleicht ist es dann sogar so, dass ich dann irgendwann... Ah, der aufrollbare Monitor, ja, sehr cool. Oh Gott, wird das nervig im Zug, wenn dann alle noch... Sehr gut. Ja. Ja. Gut, da ist es mit der Stromversorgung auch noch ein bisschen was anderes als eine Bluetooth. Naja, aber Strom hast du heute im Zug. Immer. Stimmt. Zwischen du den bist Sitzen einer Frage ausgewichen. Der Preis. Also. Ist LG auch ausgewichen? Genau, LG ist dem tatsächlich ausgewichen. Also ich denke, ich schätze jetzt mal, wenn das kommt, wird es eher so im natürlich mehrere tausend Euro Bereich, sagen wir mal 55 Zoll ist vielleicht der erste Schritt. Oder 65, weil wenn schon, denn schon um 8000. Mhm. Aber wenn man sich jetzt überlegt, das sage ich jetzt mal einfach so, die haben mir das nicht gesagt, das ist jetzt meine Schätzung, aber wenn man sich das überlegt, wie der Preisverfall ist, dann wird es dann relativ absehbar, wenn es denn mal irgendwann auf den Markt kommt, nach 2 Jahren nur noch 4 kosten. Mhm. Das finde ich schon okay. Gebraucht also, mit Knick. Dann irgendwann vielleicht. Ja, das kann sein. Laufmasche. Und kann man sich überlegen, kann man sich hinstellen oder kann man sich auch wie eine Leinwandkasten irgendwo hinhängen und dann fährst du halt raus oder nicht? Ach so, stimmt, andersrum. Das geht ja in beide Richtungen, ist ja völlig egal. Schon cool. Ja, das ist, glaube ich, am Anfang einfach so ein Showcase-Ding. Die Dinger wirst du dann auf Messen bei den Ständen von den anderen sehen. Ne? Da, wenn da irgendwie, Landwirtschaftsmesse oder so, egal, dann kommen die Dinger halt bei den Firmen. Ich glaube, auf oder den Messen. Zu Hause, wenn du halt sagen, hey, hier Home Cinema, guck mal. Oder wenn du so eine Präsentation machst irgendwo und hast du deinen Koffer mit und das stellst wollte ich mir, das wollte ich habe mein fragen. Display dabei. Ich bin nun überhaupt nicht drin im Thema, aber irgendwie so ein Ding als nächsten Schritt von Leinwand und Beamer? Genau, das ist der Vorteil. Mhm. Beim Beamer musst du es ja immer dunkel machen. Mhm. Ne? Ein Beamer kann ja die Leinwand nicht dunkler projizieren, sondern nur heller. Mhm. Das heißt, wenn du in einem hellen Raum sitzt, hast du mit dem Beamer eigentlich verloren. Mhm. Wenn du jetzt so Präsentationen machst, das wäre ja das, dann musst du immer fragen, können wir das hier abdunkeln? Das bräuchtest du bei dem nicht. Da sagst du, ich habe meinen Fernseher dabei oder mein Display dabei, dann fährst du es raus und dann ist es. Und du brauchst nicht den Platz, um den Beamer aufzustellen irgendwie. Ich meine, es gibt ja jetzt auch schon diese Kurzdistanz-Dinger ordentlich, aber trotzdem sind es immer noch irgendwie separate. Also das ist ganz klar der Vorteil gegenüber einer Leinwand und einem Beamer. Mhm. Ne? Leinwand und Beamer ist billiger, aber du musst es dunkel machen. Und bei dem ist es egal. Dann hatten Sie als letztes wollte ich noch über diesen Wall reden. The Wall, das war Samsungs Idee. Samsungs Idee, genau. Also die gucken natürlich,
gerade Samsung und LG, die kämpfen da relativ doll gegeneinander auch. Und Samsung muss gegen solche tollen aufrollbaren OLEDs ja irgendwie anstinken. Und da haben sie was gezeigt, in sehr groß allerdings, mit Mikro-LEDs. Also das ist eigentlich die anorganische Variante eines OLEDs, kann man so sagen. Ne? Das sind kleine LEDs, winzige Dinger, die selber leuchten. Das Ding war jetzt bei dem The Wall, waren die halt nicht so winzig. Also das war eine... War pixelig dann, oder? Wenn man nah rankommt, war es pixelig, ja. Also das war, die hatte 4K-Auflösung, die Wand. Und war aber so, ich weiß gar nicht mehr, 150 Zoll oder so. Du schreibst hier 30 dpi, das ist natürlich, genau, das ist, wenn man, okay, ich denke natürlich in Handymaßstäben, da ist das super, super wenig. Aber in unserem Wohnzimmer mit 2,5 Meter ist Entfernung. Ist das nichts. Der Fernseher hat so, was hat denn der, 100, 120 schon mehr? Niedriger. Okay. Also ein Monitor hat irgendwie 100, okay. 120, ne? Ein Fernseher hat... Weiß ich nicht, 80. Ja, aber da ist 30 trotzdem. 30 ist einfach, du musst den Abstand wahren. Deswegen war es ja so groß, zu so einer großen Wand, 150 Zoll, da hält man natürlich ordentlich Abstand, dann geht es. Wir durften auch nicht nah dran, witzigerweise. Aha. Das war eine Absperrung drumherum. Typische Apple-Präsentationstaktik. Aber die wollten halt zeigen, das ist der nächste Schritt, da, das könnten wir machen. Und da ist das Besondere, das ist quasi modular aufgebaut und ich kann quasi selber bestimmen, ja, wie viele Module. Das haben sie gesagt, man kann das dann selber aufbauen. Aber jetzt stell dir mal vor, du hast so Kacheln, die sind so handygroß ungefähr. Und die musst du jetzt aneinander fügen. Erstens müssen die nahtlos aneinander liegen. Ja. Das ist die erste Herausforderung. Sobald die ein bisschen gekippt sind, sieht das völlig mistig aus. Ja. Also es ist so wie im Badezimmer hat man doch diese fugenlosen Kacheln, gefaste Kacheln. Und wenn die nicht ordentlich verkachelt sind, sozusagen, dann hast du immer diese Schattenspiele. Und stell dir mal vor, du hast einen Fernseher, der hat so Kacheln hin und her, das geht gar nicht. Also das, glaube ich, ist Quatsch. Das war so eine Idee. Warum sie das eigentlich machen mit den Kacheln ist, wenn du einen großen Fernseher, stell dir vor, 150 Zoll und da sind 10 Pixelfehler drauf und du musst das Ding wegwerfen, das ist sehr teuer. Wenn du die Kacheln nimmst und da ist in einer Kachel ein Pixelfehler, wirfst du halt die kleine Kachel weg und nimmst eine andere. Das ist viel kostengünstiger zu fertigen. Du hast die Probleme nicht mit den Pixelfehlern, weil du kannst ja einfach die Kacheln, wo der Pixelfehler ist, die nimmst du raus, setzt eine andere rein und fertig. Der hat aus Kacheln bestanden. Der hat aus Kacheln bestanden. Und du hast aber die Kacheln nicht gesehen. Doch, die Kacheln konnte man auch sehen. Wie gesagt, die sind so... Das ist so blöd. Nein, aber als er aufgebaut war... Dann hat man die Kacheln nicht gesehen. Ja, das war absolut nahtlos. Das ist halt auch ein Vorführding. Ne? Genau, das ist ein Vorführding. Aber deswegen meine ich, man konnte die Kacheln da sehen. Also die hatten sie extra aufgebaut, damit man mal gucken kann mit dem Mikroskop, wie sehen die aus. Und wenn ich mir jetzt aber vorstelle, ich müsste diese Kacheln aneinander fügen, dann weiß ich schon, das wird nichts. Naja, für den Heimgebrauch oder für den Privatanwender jetzt vielleicht nicht so spannend, aber wenn du das auf Messen Messebauer? Ja, ich meine, LED-Wände sind ja jetzt, also genau. LED-Wände sind jetzt nichts Neues. Also nur genau, halt das ist Auflösung. Eigentlich das Prinzip einer LED-Wand, genau so. Da sind die Module ja ungefähr so groß, so 50 mal 50 oder so. Und das in klein. Ja, vor allem in bist du nicht an Seitenverhältnis gebunden. Genau, du kannst dein 21:9 das Problem stellt sich da sowieso nicht, weil LEDs, die nicht leuchten, sind aus. Also die sind einfach schwarz. Okay. Diese Pixelfehlergeschichte, also zuerst habe ich gedacht, naja, ist das jetzt nur so ein Werbeslogan, dass man sagen kann, man kann die einzelnen Platten da austauschen. Ich habe nicht so viel Erfahrung mit so großen Fernsehern. Ist das so ein Thema, dass man sehr oft sehr schnell so einen Fehler hat und dann sich freut darüber? Für mich klang das jetzt eher so, man sucht jetzt nach irgendeinem Grund, warum das toll sein soll. Nee, das ist ganz knallhart gerechnet, also von Samsung-Seite aus. Das geht nicht darum, ob du da jetzt an deinem Fernseher nachher einen Pixelfehler findest und nicht, sondern dass die in der Produktion, wenn die an 150 Zoll Display fertigen. Und die haben da so viel Ausschuss. Da sind, also ganz schnell kommt auf so einer Größe ein Pixelfehler oder auch eben 10 zustande. Und dann müssten sie ja das ganze Ding wegwerfen in der Produktion, weil sie das nicht verkauft kriegen. Und das müssen sie aber nicht. Sie brauchen nur gucken, dass ihre eine Kachel in Ordnung ist und die können sie dann austauschen. Das ist einfach ein Geschäftsmodell sozusagen, also gerechnet, produktionstechnisch. Geht nicht darum, ob du einen findest. Aber also ich habe zu Hause einen alten Bildschirm, da ist ein Pixelfehler drauf, der ist quietschgrün. Ja. Das nervt mich schon, ich habe das Ding aber immer noch, weil ich will mir keinen neuen, nur deswegen jetzt einen neuen Screen kaufen. Ja. Wenn ich da einfach sagen könnte,
Ja, aber ich glaube, es geht wirklich auch nicht darum, dass du das rausnimmst, sondern natürlich, dass Samsung, bevor sie den Fernseher verkaufen, die Kachel austauschen können. Ja, oder auch im Garantiefall. Ja. Das Ding ist, zur Einschätzung nochmal im Vergleich zu dem aufrollbaren OLED, das wird nicht eher kommen. Okay. Weil also die viel zu teuer sind. Die Kacheln werden nicht eher kommen. Dann machen wir doch jetzt mal den ultimativen Vergleichstest. Wer von euch würde eher Samsung... Es geht nicht um Samsung und LG, sondern es geht um The Wall oder aufrollbares OLED. Was findet ihr cooler? Für mich ist klar. Für mich, ja. Aufrollbar. Ist das jetzt eine Geheimabstimmung? Nein, aufrollbar, oder? Ja, natürlich. Weil also, ich meine, ich habe auch keinen Platz in meinem Wohnzimmer für 150 Zoll. Und ich finde einfach OLED sieht auch geil aus. Eine Wand. Das heißt aufrollbar hat die... Eine Wand, ja. Eine Wand habe ich aber auch nicht. Da steht ein Regal. Das aufrollbar hat die CES gewonnen, würde ich sagen. In unserer absoluten Repräsentation. Genau. Vielleicht erzählt ihr uns, ihr könnt ja auch nochmal sagen, ob ihr das auch so seht, aber ich glaube, es ist einfach, also naja, vom Gefühl, diese LED, Mikro-LEDs haben schon auch Vorteile. Ja. Also das ist schon... Ja. Aber OLED ist schöner. Also, das kann man nicht sagen. Das Bild sah super toll aus. Super toll. By the wall. Weil du natürlich, genau wie bei OLEDs, hast du ein Pixel, das ist an oder aus. Und die sind saukontraststark und im Gegensatz zu OLEDs sind die viel heller. Mhm. Ah, okay. Also man kann mit diesen anorganischen LEDs, diese kleinen Mikro-LEDs, kann man viel hellere Bilder machen als mit dem OLED. Mhm. Die haben schon Vorteile, nur das war so ein bisschen so ein Showcase, die sind noch nicht so weit. Also ich glaube nicht, dass das in diesem oder im nächsten Jahr auf den Markt kommt. Und ist irgendwie, eine Frage noch ganz kurz nur, ist geplant, die Dinger dann als The Wall zu verkaufen oder kann man sagen, ich hätte gerne oder zumindest halt, man sagt eine Zollgröße und dann bauen die einem das aus den zusammen? Also letzteres glaube ich nicht. Mhm. Das wird trotzdem sehr standardisiert. Genau. Ja. Gut, ich würde sagen, den Rest, den klären wir dann im Test in 2 bis 3 Jahren, ne, Ulrike? Ja, und dann biete mich an. Echt? Genau. Würdest du dein Wohnzimmer zur Verfügung stellen? Ja. So in live dann? In live. Also man muss es ja auch in echt. Wir streamen das. Wir machen die CT-Uplink Home Story. Nein, ich meine mehr so. Können wir machen. In echter Umgebung. Ja, stehen ja wohnmäßige Veränderungen an bei uns. Was sagt die Katze dazu? Ja, das ist, genau. Bis du umgezogen bist, ist dann auch The Wall draußen. The Wall draußen. Gut, ich würde sagen, für heute, Johannes kratzt schon mit den, genau, auf den Tisch. Der hat nämlich heute noch eine zweite Produktion. Und deswegen würde ich sagen, mach mal Schluss für heute. Genau, sagt uns, ob ihr, was ihr besser fandet von den Displays und was hat man noch gesagt? Erfahrung mit dem NetzDG und habt ihr eine Bluetooth-Tastatur oder kauft ihr euch eine? Schreibt uns dazu. Das fänden wir interessant. Und zum Schluss würde ich noch sagen, es gibt immer noch unser Uplink-Abo-Angebot. Ich habe jetzt allerdings schon wieder zwei Ausgaben kostenlos digital der CT über ct.de/uplink-abo. ct.de/uplink-abo, da könnt ihr mal vorbeigucken, wenn ihr zum Beispiel jetzt mal nochmal nachlesen wollt, was wir euch so alles erzählt haben. Dann würde ich sagen, bis nächste Woche, macht's gut. Ciao. Tschüss.